So, dann darf ich bitten, alle sich zu setzen, was hiermit gelungen ist, und mich entschuldigen für die leichte Verspätung. Darf im Namen des SKRapid Sie euch sehr herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League gegen Slovan Bratislava. Darf auch begrüßen bei unserem Podium die Frau Ivana Kozvarova, ich habe das schlecht ausgesprochen, die heute übersetzen wird. Dankeschön. Dobrý den. Und vorab ganz kurze Informationen. Wir haben bereits 15.700 Karten abgesetzt. Der Block West, unsere Fantribüne, ist restlos ausverkauft. Karten gibt es weiterhin auf den üblichen Kanälen, sprich online und bei uns hier im Fancorner und in den Fanshops. Ab morgen wieder. Können gerne mal übersetzen. Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás přivítal na tiskové konferenci SK Rapid proti SK Slovan, Slovenská republika, a to v třetí kvalifikačním utkání, kvalifikačním. Prodalo se přes 1400 lístků na toto utkání. Jedná se o odvetné utkání na naší půdě. Wie immer bitten wir um Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt wieder Sondertarife und einen Sonderzug auch von der Westbahn. Der fährt um 23 Uhr dann retour Richtung Westen. Sollte es Verlängerung oder Elfmeterschießen geben, natürlich dementsprechend später. Am Podium begrüßen darf ich neben unserer freundlichen Dolmetscherin unseren Geschäftsführer Sport Freddy Bickel, unseren Cheftrainer Göran Dürecin und unseren Torhüter Richard Strebinger. Na podiu bych velmi rád přivítal zástupce našeho vedení našeho klubu, potom vedoucího trenéra SK Rapid, pana Dürecina, a také našeho brankáře, pana Strebingera. Bevor wir zu euren Ihren Fragen kommen, darf ich Freddy Bickel bitten, uns ein paar Einblicke zu geben. Intensive Tage bei Rapid nach den letzten Spielen, aber auch das Tagesgeschäft geht weiter. Freddy, ich darf dich bitten. Ja, danke vielmals und guten Nachmittag zusammen. Ich denke, die letzten Tage haben einiges an Gesprächsstoff auch intern geliefert. Diese Arbeit wurde getan. Wir haben das aufgearbeitet, sehr intensiv. Kommt vielleicht heute nochmals zur Sprache, aber ich denke, das Resultat wird man dann vor allem morgen auf dem Platz auch sehen. Daneben geht die tägliche Arbeit auch weiter, das ist so. Die wird auch gemacht, und in diesem Zusammenhang kann ich auch mitteilen, dass wir für Albin Gaji eine sehr, sehr gute Lösung gefunden haben. Wir können ihn ein Jahr lang nach Holland in die zweite Liga ausleihen, zu Den Bosch. Wir haben auch gelernt aus der letzten Saison, nehmen uns Zeit und Mühe, schauen die Clubs genau an, wo die jungen Spieler auch weiterentwickelt werden oder uns nachher weiterhilft, dass sie auch uns dann etwas bringen. Ich denke, das ist eine sehr gute Lösung. Velmi rád bych tedy za náš fotbalový klub jako vedoucí sportovního tohoto oddílu, pan Bickel, řekl, že jsme sdělili, že jsme se na toto fotbalové utkání velmi dobře připravovali, i tedy po odvetných utkáních, které byly jak se Slovenskem, tak s Holandskem. Chtěl bych říct, že jsme velmi na toto utkání těšíme a uděláme pro něj, co je v našich silách. Auch mit Patrick Obermüller, denke, ein Verteidiger aus dem Nachwuchs, der wahrscheinlich einer der Nächsten ist, der auch mal an die Tür klopft der Kampfmannschaft, konnte der Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert werden. Rád bych ještě zmínil prodloužení smlouvy s panem Patrikem Obermüllerem na další období. Ja, danke, Freddy. Vielleicht noch ein paar Worte zum morgigen Spiel. Velmi rád děkuji vám za vaši pozornost a ještě bych rád sdělil pár slov k zítřejšímu utkání. Ja, ich denke, dass intern jedem klar war, dass das eine schwierige Aufgabe wird, bereits vor dem ersten Spiel. Vielleicht wurde es extern nicht so ganz schwierig angeschaut, wie wir es selber schon wussten. Ich glaube, wir haben auch immer gesagt, die Chancen, vielleicht ein kleines Chancenplus für uns, aber grundsätzlich stehen wir vor einer sehr ausgeglichenen Begegnung, wo wir zwei gute Spiele abliefern müssen, wenn wir uns qualifizieren wollen.
Rád bych ještě sdělil, že nás čeká velmi těžký úkol, co se týče tady toho utkání. Jedná se v podstatě o zápas, který je domácí zápas, to znamená na naší půdě. Po tom, co jsme v podstatě hráli na slovenské půdě jako externí zápas, myslím si, že máme na naší straně velmi dobré šance a že síly obou dvou mužstev jsou vyrovnané. Ich denke, das Ganze hat sich nicht groß verändert nach diesem ersten Spiel. Natürlich, was dich vielleicht etwas bedrückt, ist, dass wir uns selber geschlagen haben und eigentlich eine gute Chance oder gute Chancen verpasst haben, uns für das Rückspiel noch eine etwas bessere Ausgangslage zu erarbeiten. Trotzdem, ich denke, die Voraussetzungen bleiben die gleichen, wie es schon vor dem Spiel war. Co se týče tohoto prvního zápasu, vím, že tady toto utkání bude pro nás velmi obtížné, nicméně věřím v naše šance jakožto odvetného utkání. Vielen Dank, Freddy. Lieber Goran Djuricin, bitte von dir ein paar Updates, ein paar News zur Mannschaft, beziehungsweise wie die Marschroute für morgen gegen Slovan lauten wird. Nyní bych ještě poprosil o pár slov trenéra, hlavního trenéra, pana Gorana Djuricina, o tom, jak on vidí šance mužstva pro zítřejší zápas. Ja, hallo an alle. Ja, jetzt heißt voll fokussieren auf das Spiel für morgen. Wir wollen unbedingt aufsteigen. Wir sehen die Chancen bei 50-50 aufgrund des Auswärtstores. Ich sehe in den Augen meiner Spieler seit gestern, dass sie genau wissen, um was es geht morgen. Wir wollen da ein Zeichen setzen und wir werden morgen auch ein Zeichen setzen und werden morgen schauen, dass wir alles dafür tun, dass wir aufsteigen. Tak jak to vidím já tedy pro zítřejší utkání, vím, že naše šance jsou 50-50 se Slovenskem. Zaměříme se na naše silné stránky a uděláme vše pro to, abychom tento zápas odvedli k úspěšnému konci. Tak jak jsem to viděl v očích svých hráčů, oni jsou odhodláni pro tento zápas vše udělat a věřím, že nasadíme veškeré naše síly. Ja, und wir haben die Stärken, die Schwächen gesehen, wir haben das auch vor dem Spiel gewusst. Wir haben ein Tor geschossen, einen Elfer verschossen, ein Tor nicht gegeben. Wir haben zwei, drei Riesenchancen gehabt. Ich denke, auch wenn wir ein Tor bekommen sollten, sind wir in der Lage, zwei zu schießen, mindestens. Und wie gesagt, wir werden alles Mögliche tun, dass wir ihre Schwächen ausspielen können und ihre Stärken abschwächen können, so weit wie möglich. Pokusíme se v zítřejším utkání vsadit vše na naše silné stránky, budeme se snažit naše slabé stránky vynechat a oslabit co možná nejvyšší míře, budeme se snažit vsázet jak rohové, tak branky, tak další výkopy z různých liniových čár. Dann darf ich noch traditionell bitten, kurzes Update, was die Spieler betrifft, den Kader betrifft. Du musstest am Sonntag den Kapitän Stefan Schwab in der Halbzeit austauschen. Wegen einer kleinen Verletzung. Wie schaut es da aus? Jak to ještě vypadá s výměnou kapitána, kterého bude nutno vyměnit kvůli zranění? Ja, also es gibt zurzeit keine neuen Verletzten, Gott sei Dank, aber mit Stefan Schwab haben wir einen austauschen müssen, das stimmt, der trainiert aber heute wieder mit und dann werden wir sehen, wie es ihm heute geht. Naštěstí nemáme žádné další zranění, ale zraněného kapitána budeme muset pro utkání vyměnit. Vielen Dank, dann darf ich unseren Torhüter bitten. Richie Strebinger, Trainer, hat gesagt, er sieht in den Augen von euch sozusagen großen Tatendrang. Wie schaut es in der Mannschaft aus? Was habt ihr euch vorgenommen? Wie wurden die letzten zwei Spiele in Bratislava und am Sonntag gegen Wolfsburg analysiert? Ještě bych poprosil tebe, Richarde Strebingere, jakožto brankáře, jak vidíš ty zítřejší šance a jak se bude tedy vaše mužstvo snažit? Ja, auf jeden Fall hat es die letzten zwei Tage viele Gespräche gegeben, intern. Und da muss ich sagen, das stimmt mich sehr, sehr positiv. Auch, dass wir uns eigentlich vorgenommen haben, dass wir genau das, was vielleicht auch, was vielleicht alle gesehen haben am Sonntag, wo dann ein paar Spieler, wenn es eben nicht läuft, dass man dann vielleicht, okay, sich ein bisschen aufgeben hat, dass wir das eben komplett ablegen und ja. Das hat eigentlich jeder Spieler von sich gegeben, dass das auf jeden Fall das Wichtigste ist und da bin ich überzeugt, dass wir das machen. Und wenn wir das, denke ich, ablegen und wenn wir uns bewusst sind, dass erst nach 90 Minuten abpfiffen wird und nicht nach 30 Minuten, nach 60 Minuten,
dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir in unserem Stadion mit unseren Fans, und das ist auch vielleicht dann ein bisschen ein Appell an die Fans, weil die Kurve lebt sowieso vor, aber auch ans restliche Stadion, dass auch die eben wissen, dass egal was passiert bei uns, dass das Spiel eben nicht nach 20, 30, 40 oder 60 Minuten abpfiffen wird, sondern erst nach 90. Und egal was passiert, dass wir eben alles daran setzen werden, weiterzukommen. Und ich bin ganz überzeugt, dass wir das schaffen werden, weil wir erstens die Qualität dazu haben und zweitens auch den Willen. Já bych za naše mužstvo chtěla přislíbit, že uděláme vše pro naše vítězství, už jenom to, že v podstatě hrají možnosti pro nás, že hrajeme utkání na domácí půdě. Po nedělním utkání jsme vedli tady ty dva dny spoustu interních rozhovorů ohledně zlepšení naší výkonnosti. A já bych tedy chtěla říct, že i to a tady domácí podpora mužstva nám určitě přispěje. Dankeschön. Zweite Frage, Richard, du warst am Sonntag zum ersten Mal meines Wissens in einem Pflichtspiel Kapitän. Erstens, gibt das einem persönlich etwas? Und zweite, man hat im Bratislava gesehen, Slovan ist vor allem in der Offensive sehr qualitativ gut bestückt. Auf was müsst ihr besonders aufpassen am Donnerstag? Ja, erst einmal, Ještě bych chtěl zmínit ohledně nedělního utkání tuto výměnu kapitána, jak on to bude, jak se tady tahle výměna projeví v celkové koncepci mužstva. Ja, ich muss sagen, erst einmal war es natürlich eine riesen Ehre für mich, dass ich in der zweiten Halbzeit Kapitän der Mannschaft sein habe dürfen. Und ja, nichtsdestotrotz wäre ich sehr froh, wenn ich morgen ja nicht die Kapitänschleife am Arm habe, sondern der Schwabe wieder komplett fit ist, wovon ich auch ausgehe. Já bych chtěla přislíbit, že samozřejmě tato výměna je dočasná, že počkáme, až kapitán mužstva potom bude znovu fit, v pořádku. Und natürlich, wir wissen schon länger, aber ich denke auch der Rest weiß nach dem Hinspiel, dass eben gerade in der Offensive, denke ich, Slovan auch sehr viel Qualität besitzt, mit dem Sporer, mit einem sehr beweglichen Mittelstürmer, der aber auch robust ist, und gerade auf der linken Seite mit Moha, der sowohl nach innen als auch nach außen gehen kann, aber wie gesagt, das haben wir im Hinspiel gesehen, das haben unsere Verteidiger gesehen, das müssen wir auch alle gemeinsam auffangen, gemeinsam verteidigen, und auch unsere Abwehrspieler haben genügend Qualität, um ja, da die Zweikämpfe, die entscheiden, zu gewinnen. Můžu přislíbit, že se budeme snažit o zlepšení kvality nejenom útoku, ale i obrany, zrovna tak záložních útočníků. Vielen Dank, dann darf ich um Ihre Fragen bitten, eure Fragen bitten, gerne natürlich auch die unsere Gäste aus der Slowakei. Děkuji vám za vaši pozornost, poprosím vás o vaše dotazy, samozřejmě i ze strany našich slovenských hostů. Bitte nur ein kurzes Handzeichen und das Mikrofon wird gebracht. Bitte sehr. Zdravím, televízia Markíza. Ako možno bude dôležitý ten gól Schwaba z Bratislavy podľa pána trénera? Also von sehen Markíza aus der Slowakei, wie wichtig ist das Tor von Schwab aus der Slowakei? Also wie wichtig sehen Sie das Tor oder das geschossene Tor? Hallo? Ja. Das Auswärtstor war sehr wichtig. Tato branka byla velmi důležitá. Ich glaube, das macht die Chance für uns auch etwas größer und deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich. A samozřejmě tato branka naše šance zvětšuje. Danke sehr. Bitte, Rainer Bortenschlager. Der Wiener Kronenzeitung. Ritschi, man hört das ja öfters dann bei Rapid seit Wochen, Monaten oder eigentlich fast zwei Saisonen. Man hat viel gesprochen, man geht davon aus, dass es jeder verstanden hat. War jetzt irgendwas anders? Wie kann man sich diese Gespräche innerhalb der Mannschaft vorstellen? Weil es gab doch auch lauter Kritik, dass vielleicht der Kampf jetzt auch vielleicht im offensiven Bereich über die Schmerzgrenze zu gehen nicht bei allen vorhanden war. Läuft das im ruhigen Rahmen ab oder wie reden die Spieler dann miteinander? Jak vypadá tady situace FK Rapid, protože posledních několik týdnů se o situaci v tomto fotbalovém mužstvu poměrně hodně mluvilo. Ja, natürlich ist klar, dass auch nach solchen Spielen auch das nicht immer alles ganz ganz ruhig verläuft, aber ich denke, das ist ganz normal, weil eine Mannschaft, muss man einfach sehen, gerade bei uns ist vielleicht auch ein bisschen wie eine zweite Familie, und in einer Familie, glaube ich, weiß jeder, ist auch nicht immer ganz ruhig, sondern sagt man sich auch mal lauter die Meinung, aber genau das gehört dazu. Und ich habe es vorher angesprochen, es geht nicht um den fehlenden Kampf oder irgendwas, sondern dass man eben, was bei uns, denke ich, vielleicht ein bisschen
bisschen das Problem war, dass dann eben, wenn es dann eben nicht spielerisch extrem gut läuft, selbst wenn wir geführt haben, dass dann eben, ja, ein paar Spieler denken, okay, jetzt drehen es nicht, aber dass wir uns von denen nicht beeindrucken lassen können, sondern dass wir einfach wieder dann über die Zweikämpfe zurückfinden müssen. Und da haben eigentlich alle Spieler, egal ob offensive oder defensive, das komplett gleich gesehen. Und deswegen bin ich eben so optimistisch. Vím, že v posledních týdnech, měsících nehrálo všechno v náš prospěch, že se o nás hodně mluvilo. Nicméně mohu za nás přislíbit, že se budeme snažit o férový zápas. A samozřejmě ve fotbalu, jakožto ve hře v utkání, je vždy právě tato férovost důležitá. A samozřejmě ne vždy musí všechno hráčsky se vydařit nejlépe. Danke sehr. Noch eine Nachfrage gerne. An den Trainer Kogo. Man hat auch gegen Wolfsburg gesehen, dass die Spritzigkeit nicht da war bei den Spielern. Wie wurde jetzt trainiert oder was wird trainiert und wie kann man das mit den 3-4 Tagen ändern, dass man morgen spritzig ist? Jak to bude vypadat, se tam teď to trenéra, otázka, jak to bude vypadat po stránce tréninku. Za 2-3 dny se zřejmě nic moc nemůže po stránce tréninku změnit. Wir haben gut auf die Regeneration gesehen, also wir haben geschaut, dass wir richtig gut runterkommen. Ist dann nicht so einfach immer bei 3 Spielen in einer Woche. Versuchen auch heute eher kurze Sachen zu machen, aggressive, kurze, spritzige Sachen zu machen. Ist dann nicht immer so leicht, jede Woche das zu erwischen über bei Doppelbelastungen. Das ist eben diese Herausforderung, die du als Trainer hast. Und wir werden alles morgen daran setzen, dass wir spritzig sind. Das ist auch dann oft Kopfsache und ich denke, dass die Mannschaft bereit ist, jetzt auch diese Spritzigkeit auf den Platz zu legen morgen. Já bych vsadil na regeneraci hráčů, protože jsme měli několik utkání za sebou v jednom týdnu, což se projevilo. Samozřejmě do budoucna nebo v budoucích zápasech, hlavně v tom zítřejším, se budeme soustředovat na krátké záležitosti, krátké výpady, agresivní výpady jednotlivých hráčů. Samozřejmě tady tyto myšlenky a všechno je v hlavách hráčů, tady tento herní plán. A chtěl bych samozřejmě ještě zmínit, že tady tyto výkyvy hráčské kvalitě nezávisí vždy na trenérovi. Danke sehr, dann darf ich gleich bitten Alex Huber vom Kurier. Auch eine Frage an den Trainer, die Kapitänsfrage, wenn der Stefan Schwab doch nicht kann, wer jetzt sozusagen mit dem Richard beantwortet, wie viele Varianten hast du für die Startelf? Hast du schon einen fixen Kandidaten oder gibt es da nur 2-3 Varianten? Ještě co se týče sestavy mužstva, jaké se tady jsou fixní kandidáti, jakožto hráči? Ja, darüber machen wir uns Sorgen, wenn wir wissen, dass Schwab nicht spielt. Und vorher machen wir da keine großen Überlegungen. Es gibt wichtigere Dinge. Samozřejmě přemýšlíme o naší sestavě, uvažujeme o tom, nebo pokud budeme vědět, že Schwab nebude hrát, tak budeme hledat náhradníka. Das klingt jetzt aber auch so, als würde das System auf keinen Fall verändert werden durch einen Ausfall. Also daran liegt es dann nicht. Es wird einfach 1-1 ein Spieler kommen, wenn es so sein sollte. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich mir überlegen nach dem Training natürlich und morgen. Samozřejmě o té sestavě se budu muset ještě popřemýšlet o tréninku, tak aby tedy to bylo jedna ku jedné. Werdet ihr noch Elfmeterschießen trainieren? Weil 2-1 ist, wäre sonst von den logischen Resultaten, was kommen könnte. Ja, es darf samozřejmě logický Resultat by měl být 2-1. Also wird sicher jeder noch einen Elfmeter heute schießen dürfen. Samozřejmě, že se bude, o to budeme snažit. Darf ich bitten, Philipp Lautischer von Sky? Ah, doch nicht. Keine Fragen. Sky hat keine Fragen. Aber dafür Martin Lang vom OF Wien, bitteschön. Auch auf die Gefahr hin, dass ich die heilige Ruhe störe. Eine Frage an den Cheftrainer. Spielt sie unter Anführungszeichen gegen die Angst des Ausscheids? Co budeme dělat, nebo snažíte se dělat něco pro to, aby nebyly obavy z vyloučení, z nepostoupení? Das Wort Angst gibt es für mich in ganz schlimmen Lebenssituationen und im Krieg und hat überhaupt nichts am Fußballplatz verloren. Man kann nervös sein, man kann aufgeregt sein, mehr nicht. O strachu nechci mluvit na fotbalovém hřišti. Strach patří do oblasti válek, ale na fotbalovém hřišti může být člověk, řekněme, nervózní, nespokojený a podobně, ale o strachu nechci mluvit. Ja, und die zweite Frage wäre an den Freddy Pickel. Es gibt zwar kein Ultimatum an den Cheftrainer, aber auch keine Jobgarantie.
im Falle eines Ausscheidens, oder? Samozřejmě není žádné optimální řešení v případně vyloučení respektive nepostoupení a jedná se o místo trenéra nebo ztrátu eventuální místa trenéra. Verstehe die Frage absolut, aber ich kann nur zurückfragen, gibt es dann überhaupt zum Beispiel auch für einen Sportchef eine Jobgarantie oder gibt es für irgendeinen Trainer eine Jobgarantie? Was einfach wirklich klar ist, jetzt ist ganz sicher nicht der Moment für irgendeine solche Diskussion, da haben wir uns alle zusammen reingebracht und da wollen wir auch wieder zusammen rauskommen. Samozřejmě, že rozumím tady této otázce, ale chtěl bych říct, že záruka na žádný job, na žádnou práci není. Stejně tak je tomu tedy i ve fotbalu, nicméně o tom bych se teďka nechtěl bavit a na takovéhle úvahy momentálně není čas. To je na dritte Frage, den Goran Djuricin. Was spricht eigentlich für Ihre Mannschaft, außer dass man den Anspruch hätte, zumindest in ein Europa League Playoff zu kommen mit als zweitreichster Club der österreichischen Fußball-Bundesliga. Tak jenom bych chtěl zjistit, co nám stojí v cestě, abychom se dostali do Playoff Evropské ligy. Er spricht dafür, dass wir ein Auswärtstor geschossen haben, dass die Ausgangsposition für mich 50-50 ist und dass wir dort zwei Riesenmöglichkeiten gehabt haben, plus diesen Elfmeter. Wir hätten dort auch gewinnen können, man hätte auch verlieren können. Es ist im Fußball alles drin und meine Jungs werden morgen alles reinhauen, das kann ich auch versprechen, und alles tun. Wir haben schon andere Europacup-Begegnungen gehabt, die Rapid drehen hat dürfen können oder wie es auch war. Und deswegen glaube ich, dass die Chance morgen auf jeden Fall besteht, da weiterzukommen. Myslím si, že šance v zítřejším utkání uspět postoupit do playoff Evropské ligy máme a že šance jsou doopravdy 50-50, o čemž svědčí vstřelený bod v utkání na půdě protivníka. Samozřejmě ještě chci jednou zdůraznit, že uděláme vše pro to, abychom postoupili. Dankeschön. Dann darf ich einen Seitenwechsel mit dem Mikrofon bitten. David, bitteschön. Eine Frage an Goran Djuricin auch. Jetzt hat es am Wochenende diese Sprechchöre von Block West gegeben. Du hast dich danach sofort vor die Mannschaft gestellt und gesagt, diese Niederlage nehme ich auf meine Kappe. Das war zum Genieren. Das Zeichen, war ein Unentschieden übrigens. Bitte? War ein Unentschieden übrigens. Habe ich gerade Niederlage gesagt? Achso, entschuldige. Eine gefühlte Niederlage, genau, ja. Und für uns auch. Dieses Zeichen, was jetzt herkommen soll von der Mannschaft, ich wurde schon angesprochen, erwartest du dir das jetzt auch, ein klares Bekenntnis von der Mannschaft, gerade was es betrifft, in den Zweikämpfen drüber gehen und in dieser Hinsicht, erwartest du dir da so ein Bekenntnis auch von der Mannschaft jetzt? Übersetzung. Jak vypadá tedy šance po těchto dvou minulých uhraných zápasech utkání? Jak vidíte tuto šanci pro další nastávající utkání? V jakém poměru? Ja, das wird, glaube ich, aus dem ganz Inneren jedes einzelnen Spielers kommen. Das erwarte ich mir auch, weil ich mache auch alles für die Aufgabe Rapid. Und ich denke, dass das jetzt jedem Spieler bewusst ist, dass wir da einfach den Schalter umlegen müssen und ganz anders agieren müssen am Platz. Und das werden wir auch. Und deswegen bin ich zuversichtlich. Ich denke, die Frage ist immer, wie man spielt oder wie man weiterkommt, wie man ausscheidet, und das Wie wird ganz wichtig sein morgen am Platz. Myslím si, že tato otázka je v hlavě každého hráče a že každý hráč je si vědom svého úkolu a hraje s tímto nasazením a s plným vědomím. Každý hráč v našem mužstvu ví, že musí přepnout páku a že musí začít útočit. Věřím, že zítra naše utkání dopadne úspěšně a naši hráči budou myslet na to, jakým způsobem budou hrát a jakým způsobem se budou nasazovat. Danke sehr, dann Kollegen aus Slowakei bitten. Vielen Dank. Ja mám ešte jednu otázku. Čo sa týka hrozby toho, že nenastúpi pán kapitán Schwab, či sú tam aj iné zdravotné problémy v kádri? Otázka na pána trénera, samozrejme. Also, das ist die Frage an den Cheftrainer. Also bezüglich des Kapitäns, also des Spielführers Schwab hinsichtlich seiner Verletzung. Also gibt es noch irgendwelche Erwägungen an den Kadern? Ja, es ist so, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, wir warten jetzt das Abschlusstraining ab, das kann er mittrainieren, Gott sei Dank. Und dann werden wir sehen, wie seine Muskulatur darauf reagiert hat.
My uvidíme, jak bude tady toto mužstvo reagovat. Samozřejmě máme určitý kádry, které budou na tréninku tedy hrát dohromady. Danke sehr. Gibt es noch abschließende Fragen von Ihrer, eurer Seite? Má ještě někdo nějaký závěrečný dotaz? Wenn nicht, danke ich herzlich für das Interesse. Kurzer organisatorischer Hinweis. Unsere Mannschaft hat um 17 Uhr Abschlusstraining. Die ersten 15 Minuten können Fotos gemacht werden, gefilmt werden. Dann können Sie gerne hier arbeiten. Um 18 Uhr hat Slobodan Bratislava hier die Pressekonferenz und um 19 Uhr hat Slobodan das Abschlusstraining, auch 15 Minuten geöffnet. Bis zum Ende des Abschlusstrainings ist hier für Sie, wenn gearbeitet werden muss, geöffnet und bedanke mich. Und morgen Einlass ins Stadion, der Medienbereich öffnet so wie der Rest des Stadions 90 Minuten vor Ankick. Ještě pár slov k následujícím programu. Teďka bude následovat závěrečný trénink, potom budeme mít ještě 15 minut pro zástupce médií čas. Potom v 18 hodin bude následovat tisková konference ze strany našich slovenských hostů a rovněž tady po jejich závěrečný trénink a potom bude čas pro zástupce médií. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se na zítřejší utkání a začátek v 21 hodin. Danke. Und für die österreichischen Kollegen noch der Hinweis, wir spielen dann am Sonntag gleich wieder ein wichtiges Spiel in Linz. Wird es am Freitag am frühen Nachmittag dann noch die nächste Pressekonferenz geben, die Einladung folgt. Dankeschön. Ještě jedno upozornění pro naše slovenské, pro naše rakouské kolegy. Nedělní utkání v Linci, tam se bude konat rovněž tisková konference, na které se sejdeme. Danke und schönen Tag. Děkuji vám a přeji pěkný den.